Zu einer Stellungnahme nun Herr Dr. Magnus Brunner. Bitte, Herr Staatssekretär, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher. Ich darf heute, wie schon erwähnt, die Frau Bundesministerin vertreten, die aufgrund eines Covid-Falles in ihrer Umgebung in Quarantäne ist. Und ja, man sieht, die Pandemie überlagert alles, aber Klimaschutz, Energiewende, Mobilität, Innovation spielen insgesamt in der ganzen Gesellschaft, im Bewusstsein der Bevölkerung natürlich eine ganz entscheidende Rolle, eine ganz große Rolle. Und die Herausforderungen kennen wir alle, sind groß und wir bilden das auch im Budget entsprechend ab. Jetzt bin ich als Alemanne nicht unbedingt bekannt für große emotionale Jubel, Superlative, aber was gerade in diesen Bereichen im Budget gelungen ist, ist wirklich großartig und ist gemeinsam mit der Steuerreform wirklich ein unglaublicher und unfassbarer Wurf, der hier auch gelungen ist. Weil es ist ja beim Klimaschutz längst nicht mehr die Frage, ob etwas geschehen muss, ob wir was tun müssen, sondern es geht um die Frage, wie wir das anstellen. Und natürlich geht es auch darum, CO2-Emissionen zu reduzieren, aber eben nicht nur, sondern es geht auch darum, gleichzeitig den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken, mit Investitionen, mit Innovation, mit Zusammenarbeit insgesamt. Das muss das Ziel sein und das bildet sich in diesem Budget, aber auch in der ökosozialen Steuerreform deutlich ab. Wir stellen insgesamt für Klimaschutz, für Umwelt und für Energie, für die Energiewende alleine aus dieser UG für 2022 knapp 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Und um exemplarisch ein paar wichtige Beispiele auch herauszugreifen, Sanierungsoffensive wurde erwähnt mit 590 Millionen, die hier in die Hand genommen werden 2022. Wir erhöhen die Mittel der UFI auf 150 Millionen. Damit werden auch ganz konkret Projekte, Investitionen in die Energiewende und in die Energieeffizienz unterstützt. Wir finanzieren über den Klima- und Energiefonds mit über 40 Millionen Euro zusätzlich zum ERG, wo wir 1 Milliarde pro Jahr zur Verfügung stellen, auch weiterhin den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und wir werden mit dem heute schon diskutierten Klimabonus einen sehr ausgewogenen Einstieg in das neue CO2-Bepreisungssystem sicherstellen. Es ist also nicht nur ein Rekordbudget für den Klimaschutz, sondern es ist insgesamt ein sehr stimmiges Gesamtpaket, das wir hier auf den Weg bringen. Wir geben der Bevölkerung und der Wirtschaft mit diesem Budget Anreize auch für den Umstieg in klimafreundlicheres Verhalten. Und ich bin in dem Zusammenhang überzeugt davon, dass wir nicht mit Verboten arbeiten sollen, nicht mit Verboten auch nicht weit kommen, sondern wir müssen einen vernünftigen Klimaschutz, die Lebensrealitäten der Menschen auch immer im Auge halten und die Lebensrealitäten der Menschen mit der Wirtschaft auch entsprechend sinnvoll verbinden. Und wenn ich ein paar Sätze zum Verkehr sagen darf, der spielt natürlich, das wurde auch schon erwähnt, im Klimaschutz eine ganz entscheidende Rolle. 1/3 der CO2-Emissionen kommen aus dem Verkehr. Das ist natürlich ein Sorgenkind und wir stehen hier vor riesigen Herausforderungen. Und wir erhöhen im Verkehrsbereich 2022 das Budget auf insgesamt über 4,8 Milliarden Euro. Das ist Rekord. Und es gibt ja zwei große Säulen eigentlich, auf denen wir aufbauen müssen. Auf der einen Seite, dass wir den öffentlichen Verkehr dramatisch ausbauen. Abgeordneter Stöger hat das erwähnt. Ja, selbstverständlich. Indem wir in die Infrastruktur, in die Schieneninfrastruktur in den nächsten Jahren über 18 Milliarden Euro investieren. Aber wir schaffen auch mit dem Klimaticket ein Angebot, das eben zum Umstieg entsprechend, den Umstieg entsprechend unterstützen soll. Und das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern das ist ein Sowohl-als-auch. Und die Ängste vom Abgeordneten Stöger kann ich, glaube ich, hier auch entsprechend entkräften. Das ist ein unglaublich attraktives Angebot für den Umstieg und geht natürlich nicht zulasten des Ausbaus der Schieneninfrastruktur. Und weil der Abgeordnete Stöger zu Recht auch gesagt hat, dass wir auch den Güterverkehr auf der Schiene entsprechend unterstützen müssen, ja, das tun wir auch, indem wir 160 Millionen Euro auch für den Güterverkehr auf der Schiene im Budget
vorgesehen haben. Und das ist der eine Teil, Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Aber natürlich auf der anderen Seite, die zweite Säule, ist auch das Forcieren von sauberen Antriebsformen. Wir stellen beispielsweise im Elektromobilitätspaket für den Ankauf von emissionsfreien Fahrzeugen fast 170 Millionen Euro zur Verfügung. Ein wichtiger Schritt auch für den Umstieg auf saubere Antriebsformen. Also klar ist das Ziel muss sein, auf Innovation zu setzen. Die Abgeordnete Nies hat das vorher auch treffend gesagt. Wir werden unsere Ziele, die wir im Energie-, im Umweltbereich uns gesetzt haben, auch nur über Innovation erreichen können. Wir kennen noch nicht alle Technologien, die wir brauchen werden, zumindest in der Schlussausbauphase, um unsere Ziele zu erreichen. Und daher ist Innovation ein ganz entscheidender Faktor, ein Schlüssel eigentlich zur Erreichung unserer Klimaziele, unserer Energieziele, unserer Umweltziele insgesamt. Und wichtig dabei ist auch, technologieoffen zu bleiben. Das ist ganz entscheidend. Wir müssen viele saubere Technologien forcieren. Es werden auch viele saubere Technologien nebeneinander existieren. Es wird ein Mix sein müssen, wenn wir unsere Ziele auch ernst nehmen. Und wir unterstützen daher gerade im Forschungs- und Entwicklungsbereich, die Abgeordnete Nies hat das vorher ausgeführt, wir unterstützen Unternehmen dabei, wir unterstützen Forschungseinrichtungen dabei, Neues zu entwickeln. Von alternativen Treibstoffen bis zu E-Mobilität, bis zum Weltraumbereich. Also da ist einiges auch drinnen. Klar ist, dass Wissenschaft und Forschung einen ganz entscheidenden Beitrag auch zur Lösung der großen gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, auch leisten und die gesellschaftlichen Herausforderungen eben nur über Innovation, über Forschung und Entwicklung auch zu überwinden sind. Und dieses Budget trägt diesem Anspruch Rechnung. Es ist ein sehr großer Schwerpunkt auch auf Forschung, auf Entwicklung, auf Innovation gelegt. Und ein Schwerpunkt möchte ich herausgreifen in dem Bereich, das sind die IPCEI-Projekte, das sind die Important Projects of Common European Interest, wo wir im Wasserstoff, in der Mikroelektronik noch einmal Schwerpunkte setzen und zudem im Budget bereits vorgesehenen Dotierungen von Batterieprojekten, von Mikroelektronik, anderen Mikroelektronikprojekten zusätzliche Mittel auch zur Verfügung gestellt werden, um eben die österreichischen Unternehmen auch denen zu ermöglichen, sich zu beteiligen an europäischen Projekten in diesen Zukunftsfeldern. Und das stellen wir mit diesem Budget auch zur Verfügung. Also insgesamt ein sehr erfreuliches Budget in den Bereichen Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation, mit denen wir die großen Herausforderungen der Zukunft, die auf uns zukommen, auch entsprechend angehen werden. Vielen Dank. Staatssekretär Magnus Brunner war das, der heute Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler auf der Regierungsbank vertritt, nachdem die Bundesministerin heute wegen einem Corona-Fall in ihrem Umfeld verhindert ist, wie er sagt.